Gefährliche. Da haben wir sie. Easter Sunday. Spielt in Nigeria bei einem zollklingenden Verein. Sunshine Queens. Pop. Pop. Tor! Es sind die Pop-Festspiele. Das 10. Tor für Alex Pop. Und was haben Sie sich ausgedacht? Ja, wieder so ein Tänzchen. Und zwar mit der kompletten Bank. Achte Spielminute, 1:0. Für die deutsche Mannschaft, der lange Ball von hinten raus. Pop leitet selber ein mit dem gewonnenen Kopfballduell und tritt dann an. Perfektes Zusammenspiel mit Marushan und im Fallen zirkelt sie den ins lange Eck. Und zwar mit rechts, etwas schwächerer Fuß, nicht zu halten. Für Alaba Jonathan, 10. Tor. In jedem Spiel getroffen, auch im Finale. Mario Meiland meinte, die hat so einen Lauf, aber irgendwann muss doch mal der Lauf vorbei sein. Ja, aber nicht im Finale, bitte. Die Ersatzbank steht, fordert jetzt die Menschen hier auf, das Publikum auf, aufzustehen. Viele stehen ja schon. Machen sich fertig zum Jubel. Aber wir haben noch 120 Sekunden. Bielefeld erhebt sich. Zum 2:0 in der Nachspielzeit. Und das ist der WM-Titel für die Auswahl des DFB. Da kommt sie mit Wucht angeflogen, Kim Kulich. Wie sagte die ehemalige Bundestrainerin Tine Teune, Kulich, eine Mischung aus Renate Lingor und Birgit Prinz. Das ist entschlossen. Und jetzt wissen sie es und jetzt feiern sie schon. Und Bielefeld feiert mit hier in Ostwestfalen. Eine Minute noch und dann ist es amtlich das Sommermärchen 2010. Was ist das für eine Kulisse, Freunde? Lehrgänge hat es gegeben. Er ist bedient, klar. Durchgang 1 mehr als ebenbürtig. Lange Zeit auch in Durchgang 2. Wobei die Deutschen noch vieles ferngehalten haben. Vom eigenen Tor nochmal Freistoß für Nigeria. Tabea Kimme. Und der Ball ist lange weg. Und das war's, liebe Freunde. Des Frauenfußballs. Und wir sind alle wirklich Freunde geworden von dieser deutschen Mannschaft bei der WM im eigenen Land. Und einfach nur genießen und reinhören, liebe Zuschauer. Nigeria
ist ein fantastischer Vize-Weltmeister. Haben ein riesiges, ein tolles Turnier gespielt. Haben hier auch gekämpft und gefightet. Es hat nicht sollen sein. Die deutsche Mannschaft gewinnt jedes Spiel bei dieser WM und ist verdient eben Weltmeister geworden bei der WM im eigenen Land. Gratulation auch von uns hier von Eurosport. Und nun also gleich Marina Hegering mit dem Pokal, der 2,74 Kilo leicht ist, wie ich finde. 45 cm hoch. Durchmesser 25 cm. Von Savayam und Moroni. Gratulation, Glückwunsch, danke für dieses fantastische Turnier, für diese tollen Leistungen. Die U20 ist DFB. Im Frauenwettbewerb ist Weltmeister 2010. Mirlach und Hegering, oh bitte, und jubeln Sie jetzt. Liebe Zuschauer, aber ich verabschiede mich jetzt schon mal, lasse Sie mit den Bildern nach alleine. Wir werden wohl keine Interviews mehr hören, so ist meine Information. So ist es. Also, das gesamte Eurosport-Team bedankt sich für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank. Ich aus Bielefeld sagen Dirk Schasikowski und Marco Hagemann und auch im Namen aller unserer weiteren Kollegen. Genießen Sie die Bilder. Danke Ihnen, schönen Abend noch, machen Sie es gut, bis bald. Sie haben es gepackt, die deutsche U20 ist Frauenfußball-Weltmeister 2010, schreibt das perfekt.